Jacob fluchte, als er sich durch das dichte Unterholz drückte, um sich seinen Weg zum Ausguck zu bahnen, den er Anfang des Sommers gebaut hatte. Er war sich sicher, dass der Platz ihm einen optimalen Überblick über die angrenzenden Felder verlieh, auf denen er ständig große Hirschherden sah. Das würde sein Jahr werden und dessen war er sich bewusst. Dieses Jahr bringe ich eine Trophäe mit nach Hause, dachte er sich, während er die Pläne des Tages durchging. Er stand an diesem Tag um 4.30 Uhr am Morgen auf und begann sich im hinteren Teil seiner Farm auf den langen Weg im Wald vorzubereiten. Seine erste Aufgabe war es, seine Handschuhe und restliches Jagdequipment zu finden, das seine Frau irgendwo auf dem Grundstück versteckt hatte. Er brauchte sie mit Sicherheit an diesem bitterkalten Novembermorgen. Wie kann es nur so früh so kalt in diesem Jahr sein? Wunderte er sich, während er mit der zweiten Aufgabe seines Tages begann. Er bereitete ein Frühstück zu, das ihn über den Großteil des Tages bringen sollte. Dennoch war er sich nicht sicher, was er an diesem Morgen wollte. Letzten Endes entschied er sich für Toast, Bacon und Rührei, das noch etwas zu flüssig war. Obendrauf kippte er noch eine große Tasse Kaffee, der einen bitteren Nachgeschmack auf seiner Zunge hinterließ. Nachdem er seine ersten zwei Aufgaben erledigt hatte, packte er ein Käsesandwich mit Fleischwurst zum Mittag ein, schnappte sein Remington-Jagdgewehr, eine Thermoskanne Kaffee und machte sich auf den Weg. Er warf seine Sachen in seinen Truck, fuhr aus seiner Einfahrt und bog sofort nach rechts auf die schwarze Straße, die zur hinteren Seite seines Grundstückes führte. Nach ungefähr 2,5 Kilometern bog er wieder nach rechts und fuhr von der schwarzen asphaltierten Straße auf einen erdigen Weg, der mit tiefen, matschigen Schlaglöchern überzogen war. Eine halbe Meile fuhr er über diese Ausrede von Straße entlang. Als er an seinem Ziel ankam, lud er seine Waffe und schlenderte in den Wald. Jacob war kaum mehr als 500 Meter gegangen, da wünschte er sich bereits, er hätte etwas mehr angezogen, um sich vor der kühlen Morgenluft zu schützen. 10 Minuten aus dem Truck und ihm war bereits kalt. Der wolkenbehangene Himmel machte es zusammen mit dem Wind, der stetig durch die Bäume wehte und das Herbstlaub wie Rasseln klappern ließ, nur noch schlimmer. Naja, dachte er sich. Es wird dennoch ein toller Tag, besonders wenn ich etwas Großes mit nach Hause bringe. Jacob machte noch etwa 10 Schritte, als sich ein unbehagliches Gefühl über ihn schlich und er eine Gänsehaut bekam. Deutlich merkte er, wie er beobachtet wurde. Aber von wem? Es war schließlich sein Land und niemand hatte die Erlaubnis, dort zu sein. Er musste einfach allein sein. Aber wenn er es war, wieso konnte er dieses Unbehagen nicht loswerden, das an seiner Schädeldecke kratzte? An diesem Tag war dort im Wald etwas nicht in Ordnung. Es herrschte eine ohrenbetäubende Stille. Kein Vogel oder Insekt, nur das Geräusch des Windes in den Bäumen. Er überzeugte sich davon, dass es sich nur um seine Nerven handelte und lief weiter, bis er zu einer Lichtung nicht weit von seinem Jägerstand kam. Als Jacob auf die Lichtung kam, sah er die Überreste eines scheinbar großen Hirsches. Da die Sonne noch nicht vollständig am Himmel stand und den Wald in Schatten tauchte, war er sich nicht sicher, was er auf diese Entfernung genau erkannte. Jacob ging näher heran, um einen besseren Blick zu bekommen und stellte fest, dass sein erster Eindruck zutraf. Es war ein Hirsch, ein großer Achtender, um genau zu sein. Als er aber den Kadaver betrachtete, überkam ihn ein Gefühl der Angst und eisige Finger tanzten über seinen Rücken. Etwas an diesem Tier schien einfach nicht zu stimmen. Der Hals war vollständig herausgerissen, der Magen verteilt und einige der inneren Organe fehlten. Es war das Grausamste, was er jemals gesehen hatte. Dies war definitiv kein Kojote und kein Jäger hätte das getan. Sie hätten den Kopf mitgenommen, um ihn sich aufzuhängen. Was hätte so etwas tun können? Fragte er sich. Eine Angst wie keine, die er jemals zuvor erlebt hatte, begann ihn in Wellen zu überfluten. Was ist hier nur los? Dachte er. Mit knapp 100 Kilo und 2 Metern Körpergröße war er nicht der Typ, der der Angst nachgab, aber irgendwie konnte er sich einfach nicht beruhigen. Sein Herz schlug in seiner Brust wie ein Hammer. Das Gefühl, beobachtet zu werden, wurde von Minute zu Minute stärker und er konnte einfach nicht loswerden, Sekunden von einer fürchterlichen Situation entfernt zu sein. Langsam zog er sich von dem verstümmelten Kadaver zurück und ging zu seinem Truck. Zurück in Sicherheit. Keine 6 Schritte dauerte es, bis sich sein Blut in seinen Adern zu Eis verwandelte. Ein tiefer, grauenvoller Schrei durchbrach die Stille und das, was von seinem Mut übrig war. Er war sein ganzes Leben lang auf dem Land groß geworden und jagte seit seiner Kindheit. Er kannte jedes Tier in diesem Teil des Staates, aber nicht einmal ein Puma, ein Rotluchs oder ein Bär hätten solch einen Schrei hervorbringen können. Er durchdrang den morgendlichen Wald und erfüllte Jacob mit einer Angst, die ihm bis auf die Knochen ging. Das ursprüngliche Unbehagen machte jetzt einem grauenhaften Schrecken Platz. Während er sich umdrehte, lud er eine Kugel in sein Jagdgewehr.
nur um festzustellen, dass sich nichts hinter ihm befand. Sein Verstand raste voller Verwirrung und wurde mit 1 Million Gedanken gleichzeitig konfrontiert. Was sollte er machen? Was könnte es gewesen sein? Sollte er rennen? Würde er sterben? Sein Überlebensinstinkt trat in den Vordergrund und Jacob beschloss, seinen zuvor beschlossenen Plan, zum Truck zu gehen, weiter fortzusetzen. Er wollte dort rauskommen, solange der Ausgang noch glimpflich war. Langsam und vorsichtig machte er sich auf den Weg in die Sicherheit seines Fahrzeuges. Er betete schweigend bei jedem Schritt, den er machte. Knappe 300 Meter trennten ihn von seinem einzigen Fluchtweg, als Jacob hören konnte, wie sich ein schwerer Fuß zu seiner Linken absenkte. Er konnte das Knirschen der verdorrten Blätter hören, die auf dem Waldboden lagen. Er sammelte jedes bisschen Mut, das ihm verblieb, und zwang sich, nach links zu schauen. Eine dunkle Silhouette folgte ihm durch den dicht verworrenen Wald. Er beschleunigte sein Tempo und verdoppelte seine Bemühungen, den Truck zu erreichen, an ein Telefon zu gelangen und den Sheriff, Förster oder jeden anzurufen, der ihm zuhören würde. Er konnte nicht sagen, was ihn verfolgte, aber er konnte deutlich sehen, dass es mehr als 3 Meter groß und unglaublich massiv war. Jacob konnte nicht anders, als anzunehmen, dass er im Begriff war, ein Teil einer nationalen Statistik zu werden. Eine Person, die unter normalen Umständen ihr Zuhause verlassen hatte und einfach spurlos verschwand. Wie viele Menschen, fragte er sich, gehen einfach in den Wald und verschwinden. Und die Behörden gehen davon aus, dass sie verloren, verletzt oder Opfer von Tierangriffen wurden, obwohl sie ihre Körper nie gefunden haben. Bitte Gott, lass mir das nicht auch passieren, dachte er, während er näher und näher zu seinem Truck kam. 75 Meter wurden zu 50 und 50 zu 30 und 30 zu 10. Wie durch ein Wunder war er wieder an seinem Truck und öffnete die Tür. Er warf sein Gewehr hinein, zog sich in das Fahrzeug, ließ den Motor an und gab Gas. Aber der Truck fuhr nirgendwo hin. Er hatte ihn in einer großen Schlammpfütze geparkt und nun drehten sich die Reifen einfach nur im Kreis und schleuderten gute 10 Meter Schlamm hinter sich. Oh nein, nicht jetzt, dachte er. Das kann nicht sein. Nicht jetzt. Er erlaubte sich, für einen Moment nachzudenken. Jacob erinnerte sich, dass sein Truck Allradantrieb hatte. Er kann auf keinen Fall feststecken, dachte er sich. Er griff nach unten und schaltete seinen Truck auf Allrad. Er war bereit, Gas zu geben und diesen Albtraum hinter sich zu lassen. Unglücklicherweise für Jacob kann man einige Albträume nicht so leicht hinter sich lassen. Es gibt aber nichts Schlimmeres als einen Albtraum, aus dem man nicht entkommen kann. Und Jacob musste das auf die harte Tour lernen. Als er etwas zu seiner Rechten hörte, drehte er sich instinktiv um und wünschte sich sofort, er hätte es nicht getan. Er brauchte vielleicht eine halbe Sekunde, um den Kopf zu drehen, aber er hätte alles auf der Welt gegeben, um diese halbe Sekunde zurückzuhaben, denn es war der letzte Moment, in dem seine Welt normal erscheinen würde. In diesem Bruchteil einer Sekunde veränderte sich alles. Es war kein sicherer, heller Ort mehr. Es war kein Ort mehr, an dem er nur ein Ehemann und ein Vater war, der an Wochenenden gerne jagte und Fußball schaute. Diese Realität hatte sich wie der Nebel am frühen Morgen verflüchtigt. Und alles, was übrig blieb, war eine Welt, in der Monster existierten und Dinge wirklich in der Nacht umherwanderten. Vor ihm stand ein Botschafter aus diesem Albtraumreich, direkt vor seiner Beifahrertür. Jacob schrie, als er ihn gebannt anstarrte. In seinem schrecklichsten, fiebrigsten Traum hätte er sich nicht vorstellen können, dass so etwas existierte. Es war schrecklich hässlich, sicherlich 2,5 Meter groß und hatte einen dicken, muskulösen Körper. Es sah einem Affen ähnlich, aber gleichzeitig auch nicht. Es war etwas an seinem Gesicht, das einfach falsch war. Fast wie eine obszöne Verschmelzung von Mensch und Tier, die schrecklich schiefgegangen war. Es war das Fürchterlichste, was er jemals gesehen hatte. Das Wesen war vollständig mit dichtem, zotteligen schwarzen Haar bedeckt, das an vielen Stellen mit Gott weiß was verfilzt war. Auch lief es auf 2 Beinen und nicht auf 4, wie man es von einer Art Tier erwartet hätte. Was war das für ein Ding, das die Wahrnehmung seiner Realität erschütterte? War es ein Dämon? Ein Werwolf? Das kann nicht sein, dachte er. Dieses Ding kann nicht existieren. Vielleicht wurde es von Dr. Moreaus Insel geworfen. Was auch immer es war, es starrte ihn an und es sah nicht glücklich aus. Der bedrohliche Koloss warf seinen riesigen Kopf zurück und stieß einen blutgefrierenden Schrei aus, der in der Umgebung hallte und ihm bis ins Mark zu vibrieren schien. Zurück in die Realität versetzt, warf Jacob einen Gang in seinen Truck und startete ihn, als würde er von Höllenhunden gejagt. Jacob fragte sich, was er tun solle.
Wie sollte er sich je wieder auf seinem Land sicher fühlen? Sind seine Frau und Kinder in Gefahr? Woher kam dieses Ding und würde ihm jemand glauben? Dieser Wirbelwind der Gedanken, der durch Jacobs Verstand sauste, stoppte abrupt, als er auf die Bremse trat und dabei fast von der Straße rutschte. In Unglauben starrte Jacob auf einen Baum, der auf dem Feldweg lag und ihm den Weg versperrte. Ihn daran hinderte, die asphaltierte Straße und garantierte Sicherheit zu erreichen. Wie ist das überhaupt möglich? Fragte er sich. Ich bin vor 30 Minuten diese Straße heruntergekommen und dieser Weg war frei. Aber wie auch immer dieser Baum seinen Weg auf die Straße gefunden hatte, Jacob war schmerzlich bewusst, dass er diesen Baum bewegen musste, wenn er es nach Hause schaffen wollte. Da er aber weder eine Kette hatte, um den Baum von der Straße zu ziehen, noch eine Säge, um diese unerwartete Barrikade zu zerteilen, blieben ihm nur wenige Möglichkeiten. Eine wäre gewesen, auszusteigen und zu laufen, aber er entschied sich schon fast sofort dagegen. Die logischste Vorgehensweise, die ihm in den Sinn kam, war es, um Hilfe zu rufen. Sein bester Freund Kenny Patterson besaß das Land gleich gegenüber von seinem. Wenn er zu Hause gewesen wäre, hätte er eine Säge mitbringen und den Baum für ihn zerteilen können. Jacob, dessen Nerven immer noch blank lagen, griff in sein Handschuhfach, holte sein Handy heraus und wählte ungeschickt Kennys Nummer. Das Telefon klingelte 6-mal und Jacob wollte gerade aufgeben, als Kenny ans Telefon ging und sagte: Hey, du Hässlicher. Was willst du so früh am Morgen? So schnell er konnte, erzählte er Kenny von den jüngsten Ereignissen und sagte anschließend: Mann, bitte beeil dich. Ich mache keine Witze. Hier draußen ist etwas. Kenny, der das Wackeln in der Stimme seines Freundes hörte, versicherte ihm, dass er in wenigen Minuten da sein würde. Jacob bedankte sich bei ihm, legte auf und machte sich bereit für das, von dem er sicher war, dass es die längsten Minuten seines Lebens werden würden. Jedes Geräusch, das regungslos mit angehaltenem Atem im Truck zu hören war, ließ seine Fantasie vor Angst auf Hochtouren laufen. Obwohl kaum mehr als 3 Minuten vergangen waren, seit er mit Kenny gesprochen hatte, fühlte es sich an, als wären es Stunden gewesen. Jeder Tick der Uhr schien eine Ewigkeit anzudauern. Jacob suchte stetig in alle Richtungen, ob es Anzeichen zu sehen gab, dass ihn diese albtraumhafte Monstrosität verfolgt hatte. In jedem Schatten, den der Wald an diesem irritierend bewölkten Tag hervorbrachte, glaubte er, die Gestalt des schwarzen Tieres zu sehen, das ihm aus dem Wald gefolgt war, und er befürchtete, dass er seinen Verstand verlieren würde, noch lange bevor Kenny ankam, um den Baum zu zersägen. Nach einer scheinbaren Ewigkeit hörte Jacob das Geräusch von Kennys altem Wagen, der die Straße entlang stotterte, und nach wenigen Augenblicken konnte er den alten, roten Chevrolet sehen, der näher auf ihn zukam. Jacobs Stimmung hob sich, als er seinen alten Freund sah, und ein Gefühl der Erleichterung überkam ihn, als er realisierte, dass er nicht mehr alleine war. Jacob stieg aus seinem Truck und sagte: Mann, was hat dich so lange aufgehalten? Ich hab doch gesagt, du sollst dich beeilen. Kenny antwortete mit einem empörten Gesichtsausdruck: Wovon redest du? Du hast mich erst vor 11 Minuten angerufen. Ich glaube, ich habe eine ziemlich gute Zeit vorgelegt. Jacob konnte kaum glauben, dass nur 11 Minuten vergangen waren. Es schien so viel länger zu dauern. Nachdem er sich bei seinem Freund entschuldigt und ihm gesagt hatte, wie froh er war, ihn zu sehen, gingen beide Männer zu dem umgestürzten Baum und machten eine Entdeckung, die sie beide erschreckte. Der Baum war nicht abgebrochen oder wurde gefällt. Er wurde umgestoßen und vollständig entwurzelt. Rund um den Baum waren große Fußabdrücke, die an einen Menschen erinnerten, zumindest wenn er Schuhgröße 80 gehabt hätte. Jacob und Kenny sahen sich an und machten sich dann wortlos an die Arbeit, den Baum zu zersägen. Kenny nahm eine Husqvarna-Kettensäge von der Ladefläche seines Wagens und begann, die umgefallene Blockade zu zerschneiden. Währenddessen zog Jacob die Holzscheite und Trümmer von der Straße hinunter. Als ihre Aufgabe beendet war, legte Kenny seine Säge zurück. Gerade als er und Jacob in ihre Fahrzeuge steigen und wegfahren wollten, brach der ohrenbetäubende Schrei aus dem Wald hervor, der auch eine Fee des Todes mit lähmender Angst erfüllt hätte. Vorsichtig ging Jacob zu Kenny und flüsterte: Das ist das, was ich meinte. Ich weiß nicht, was das für ein Typ war, aber er sieht aus wie eine Art Monster und ich denke, wir sollten jetzt von hier verschwinden. Kenny, der aussah, als wäre ihm das Blut vollständig aus seinem Gesicht geflossen, sagte: Jacob, ich habe das noch nie zuvor jemandem gegenüber erwähnt, aber in den letzten Monaten hat dieses Ding ein paar meiner Kühe getötet. Ihre Kehlen werden normalerweise herausgerissen und ihre Körper verstümmelt und zerfetzt. Ich wollte nicht, dass mich jemand für verrückt hielt, also habe ich nie etwas darüber gesagt, aber das ist der Grund, warum ich mich so beeilt habe, als du angerufen hast.
Ich habe dieses Geräusch nachts in der Ferne schon ein paar Mal gehört, aber noch nie so nah. Aber ich denke, dass du recht hast. Es ist an der Zeit zu gehen. Vorsichtig und mit einem Gefühl der Dringlichkeit stiegen Jacob und Kenny in ihre Fahrzeuge und machten sich schnell auf den Weg zurück auf den Asphalt. Beide Fahrzeuge bogen nach links ab und begannen die 2,5 Kilometer lange Fahrt, die zurück zu Jacobs Haus führte. Sie hatten vor, zu entscheiden, welche Maßnahmen es zu ergreifen galt. Während der Fahrt konnte Jacob fühlen, wie die Temperatur sank, als der Schnee sanft zu fallen begann. Er griff neben sein Lenkrad und schaltete seine Scheibenwischer ein, als der Schnee stärker auf die Windschutzscheibe zu fallen begann. Als er bei seinem Nachbar, William Springers Farm, vorbeikam, bemerkte er eine Herde Hirsche, die auf dem Feld weideten, das an sein eigenes Grundstück grenzte. Nachdem Jacob ein wenig Abstand zwischen sich und dem Albtraum gebracht hatte, dem er gerade entkommen war, verspürte er wieder ein neues Gefühl der Sicherheit, als sich seine müden Nerven zu beruhigen begannen. Jacob war nicht bereit, sich diese Gelegenheit entgehen zu lassen. Er schaltete seine Warnblinkanlage ein, zog an den Straßenrand und gab Kenny ein Zeichen, dasselbe zu tun. Kenny wusste instinktiv, was Jacob wollte, als er hinter ihm zum Stillstand kam und schaltete die Zündung aus. Er stieg aus seinem Wagen und sagte: »Was machst du da, Mann? Wir müssen von hier verschwinden.« Jacob antwortete: ich weiß, und das werden wir in einer Minute. Ich kann mir diese Gelegenheit nicht entgehen lassen. Ich muss diesen Sechsender dort drüben einfach erwischen. Es ist zwar nicht die Trophäe, die ich wollte, aber zumindest werde ich nicht mit leeren Händen nach Hause gehen, und nach dem Morgen denke ich, dass ich etwas Gutes verdiene.« »Okay, mach einfach den Schuss, damit wir abhauen können. Es fühlt sich hier einfach nicht richtig an zu sein«, sagte Kenny. Jacob legte sein Gewehr quer über die Motorhaube seines Trucks und zielte auf den Hirsch. Dann hörte er, wie Kenny nach Luft schnappte und flüsterte: »Oh mein Gott, was ist denn?« »Ziel 10 Zentimeter höher«, sagte Kenny. Jacob hob das Zielfernrohr und sah sofort, was Kenny so alarmiert hatte. Direkt vor der Baumgrenze am Rande des Feldes stand die Kreatur, die sie vor nicht einmal 5 Minuten hinter sich gelassen hatten. Verfolgte sie dieses Ding, oder war es hinter den Hirschen her? 30 Sekunden lang beobachtete Jacob die Kreatur durch sein Zielfernrohr, bevor sie sich überhaupt bewegte. Aber als sie es tat, ignorierte sie ihn, und die Hirsche begannen in Richtung William Springers Scheune zu laufen, die nur etwa 500 Meter von der Stelle entfernt war, an der der Walddämon stand. Jacob rief Kenny zu und sagte: »Kenny, ruf William an und sag ihm, dass etwas versucht, in seine Scheune zu gelangen. Ich weiß, dass er mindestens 2 Stuten mit Fohlen hat, und wenn das Ding da reinkommt, werden sie alle getötet.« In einem Versuch, dieses Monster, Werwolf, Sasquatch, Wendigo oder was auch immer es war, loszuwerden, gab Jacob einen Schuss ab, verfehlte es aber. Die Kreatur drehte sich in Richtung der beiden und starrte sie mit roten, hasserfüllten Augen an. Dann rannte es mit voller Kraft auf sie zu. Kenny, der noch immer mit William telefonierte, schrie Jacob an, er solle in seinen Truck steigen und losfahren. Jacob tat, was ihm gesagt wurde, und Kenny folgte ihm. Jacob und Kenny starteten ihre Fahrzeuge und fuhren beide zu Jacobs Haus, als würden sie auf einer NASCAR-Rennstrecke fahren. Als Jacob zu Hause ankam, rannte er mit der Waffe in der Hand in Richtung seiner Tür. Er wollte sich sein Telefonbuch schnappen, um damit den Förster und die Polizei zu verständigen, damit er dieses Ding loswerden konnte. Jacob hatte gerade einen Schritt auf seine Veranda gemacht, als sie die Schüsse von William hörten. Jacob ließ das Telefonbuch fallen und rannte zurück ins Haus. Er griff nach seiner Schrotflinte und einigen Patronen und reichte sie Kenny, der nur wenig Zeit benötigte, um sie zu laden. Jacob und Kenny, die nun bewaffnet und bereit waren, gingen gemeinsam zu Kennys Truck und bereiteten sich darauf vor, ihren Nachbarn William zu retten. Gleichzeitig blieben beide stehen, als sich ein unbehagliches, aber vertrautes Gefühl über sie schlich. Jacobs Rottweiler und die 2 deutschen Schäferhunde begannen zu wimmern und rannten unter die Veranda, um sich zu verstecken. Kenny, dessen Kehle plötzlich knochentrocken war, flüsterte zu Jacob: »Ich habe ein wirklich schlechtes Gefühl dabei.« Kaum waren die Worte seinen Lippen entwichen, hörten sie den ohrenbetäubenden Schrei aus dem Wald zu ihrer Rechten, und plötzlich platzte die Kreatur aus den Bäumen vor ihnen. Bis jetzt war keiner der beiden in der Lage gewesen, die kolossale Größe und Breite des Tieres vollständig einzuschätzen. Aber als es nun weniger als 10 Meter entfernt stand, waren sie von der bloßen Größe des Tieres fast überwältigt. Jacob hatte es vorher nur im Sitzen von seinem Truck aus gesehen und die Höhe auf vielleicht 2,50 Meter geschätzt. Aber jetzt konnte er erkennen, dass dieses Ding 2,60 Meter oder 2,70 Meter gewesen sein musste und wohl 360 bis 450 Kilo wog.
Es hatte unmenschlich lange Arme, über die sich dicke, sehnige Muskeln wölbten. Unter seinem langen, zotteligen, schwarzen Haar, das ihn von Kopf bis Fuß bedeckte, war es leicht zu erkennen. Der Brustkorb war größer als ein 200-Liter-Fass und es gab kaum Zweifel, dass es jemanden die Arme hätte herausreißen können. Nun starrte es sie mit böswilliger Absicht an. Jacob und Kenny eröffneten beide ohne zu zögern das Feuer. Die Kreatur schrie vor Wut, als die Kugeln in ihren massiven Körper eindrangen und ihn zu Boden warfen. Es tötete sie aber nicht oder verletzte es ernsthaft. Jacob und Kenny sahen sprachlos zu, wie es zurück in den Wald kroch, sich auf die Füße rappelte und davonhumpelte. Jacob rannte zurück zur Veranda, griff nach dem Telefonbuch und rief den örtlichen Förster an. Fast 2 Stunden später erschien Gene Truffbear, der örtliche Förster, um ihre Aussagen aufzunehmen. Er teilte ihnen mit, dass er in letzter Zeit zahlreiche solcher Berichte aufnehmen musste, sich aber nicht sicher war, was er mit all diesen Aussagen anfangen sollte. »Leute«, sagte er, »ich weiß nicht, was ich euch sagen soll. Es gibt kein Tier in dieser Gegend oder in irgendeiner, das eurer Beschreibung entspricht. Ich sage nicht, dass ich euch nicht glaube. Ich weiß nur nicht, was es ist.« Jacob, dessen Gesicht vor Wut gerötet war, rief: »Komm her. Hier ist das Blut von dem Ding, auf das wir geschossen haben, und hier sind seine Fußabdrücke.« Ein Ausdruck völliger Verwirrung huschte über Truffbears Gesicht und er fragte, ob sie ihn begleiten würden, wenn er es verfolgte. Jacob und Kenny stimmten zu, aber sie sagten, dass sie nicht ohne Waffen gehen würden. Truffbear gab an, dass er ebenfalls seine Waffe mitnehmen wolle. Die 3 Männer luden ihre Waffen und machten sich auf den Weg, um den tiefen Fußspuren und Bluttropfen zu folgen, die auf die verwelkten Blätter getropft waren. Sie folgten dem Pfad für einen knappen Kilometer, bis sie zu einem Bach kamen, der sich tief in Jacobs Wäldern befand. Die Spuren, denen sie folgten, verbanden sich mit anderen, die genau gleich aussahen. Einige waren etwas kleiner, aber mindestens ein Satz war so groß wie die von vorhin. Sie entschieden, dass die sicherste Vorgehensweise die Rückkehr zu Jacobs Haus wäre und gingen gemeinsam zurück. Keiner von ihnen mochte die Idee, länger im Wald zu bleiben, da es anscheinend mehr als eine dieser Kreaturen gab. Der dunkle, bewölkte Tag ließ den Wald noch finsterer erscheinen, als es normalerweise zu dieser Tageszeit der Fall gewesen wäre. Zurück bei Jacob informierte Truffbear sie, dass er nichts weiter machen könne, als es unter den Sichtungen unbekannter Tiere abzulegen, was sowohl Kenny als auch Jacob alles andere als glücklich stimmte. Jacob und Kenny verbrachten die nächsten Tage damit, ihre Nachbarn zu warnen. Sie sollten vorsichtig sein, wenn sie draußen im Wald waren. Die meisten ihrer Freunde lachten sie aber nur aus und sagten, sie hätten wahrscheinlich einen Bären gesehen oder so etwas. Niemand glaubte ihnen, außer William, der es am selben Tag selbst gesehen hatte. Er hatte sogar versucht, es zu erschießen, aber verfehlte. Jacob, William und Kenny wussten, was sie gesehen hatten. Und sie wussten, dass es immer noch da draußen war. Und es war ihnen egal, wer ihnen glaubte und wer nicht. In den nächsten Wochen nahmen immer mehr Nachbarn die Geschichte etwas ernster, als Haustiere verschwanden und brutal verstümmelt aufgefunden wurden. Andere Höfe in der Gegend fanden ihre Kühe und anderes Vieh mit herausgerissenen Kehlen auf. Nur eine Woche, nachdem er die Kreatur in seinem Garten angeschossen hatte, wurde Jacobs Rottweiler tot aufgefunden. Zerfetzt hing er über dem Ast eines Baumes in seinem Vorgarten. Es schien schon fast wie eine Rachetötung. Einige Tage später starb eines von Williams Fohlen auf die gleiche Weise und die Mutter des Fohlens musste eingeschläfert werden, weil sie wegen allem, was sie dort in der Scheune gesehen hatte, in einen Schockzustand geraten war. Einige Leute in der Gegend glauben ihnen aber immer noch nicht. Sie denken, die ganze Geschichte wäre erfunden. Aber Jacob und Kenny wissen, dass es da draußen im Wald noch etwas gibt. Sie finden immer noch gelegentlich Spuren oder eine geschlachtete Kuh oder Ziege. Sie hören immer noch die blutigen Schreie im Wald bei Nacht. Sie wissen, dass es immer noch etwas gibt, das zuschaut und darauf wartet, zuzuschlagen. Etwas Unberechenbares, Listiges und Grausames. Etwas Nichtmenschliches mit einer Vorliebe für Blut und Rache.